9 junge Männer vergewaltigen ein 15-jähriges Mädchen. Nur einer der Täter wird verurteilt. Die restlichen Seelenmörder gehen frei aus, gehen nach Hause, nachdem sie ein unschuldiges Mädchen geschändert, fürs Leben gezeichnet haben, die Seele des Kindes ermordeten. Das Gericht urteilte im Namen des Volkes. Millionen von Menschen, also das Volk, kritisiert aber zu Recht dieses Urteil, weil diese richterliche Erkenntnis dem Ausmaß der Straftat schlichtweg nicht entspricht, weil dieses Urteil in Wahrheit eine regelrechte justizielle Einladung ist, diese schreckliche Tat ungesühnt zu wiederholen, weil dieses Urteil weder diese sogenannten Einzelfälle verhindert, noch im Geiste des deutschen Rechtsstaates für Gerechtigkeit und Sühne sorgt, sondern relativiert. Einem 15-jährigen Mädchen wurde das unbeschwerte jugendliche Leben ausgelöscht. Die Täter spazierten unbehelligt aus dem Gerichtssaal, als wäre nichts gewesen. Als ob es kein Opfer gäbe. Das Urteil erging im Namen des Volkes. Die Frage stellt sich, im Namen welchen Volkes? Eines Volkes, das die unschönen Szenen an den Grenzen verhindert und jetzt die unschönen Bilder von Vergewaltigungen im Gerichtssaal hat? Im Namen eines Volkes, das gegenüber allem und jedem auf der Welt tolerant sein wollte und dabei die körperliche Integrität, die Sicherheit eines 15-jährigen Mädchens opferte? Und die Frage stellt sich daher, im Namen welchen Volkes Recht eigentlich Unrecht gesprochen wurde? Im Namen des Volkes der Täter, die keinerlei normales Rechtsempfinden haben, in deren Gesellschaft Frauen nichts wert sind, in deren kulturellen Kreisen die Gewalt an unschuldigen Menschen auf der Tagesordnung steht? Die Frage stellt sich, im Namen welchen Volkes die Richterin urteilt? Im Namen des deutschen Volkes kann es nicht gewesen sein. Denn dieses hat wie alle anderen europäischen Länder ein verbrieftes Recht auf Freiheit in Sicherheit, auf Heimat und Identität. Und Deutschland ist zumindest dem Grundsatz nach ein Rechtsstaat, glaubt man, in dem Recht und Ordnung und nicht toleranzbesoffene Gutmenschlichkeit gegenüber den Tätern gilt. Das Schandurteil reiht sich nahtlos in die neue deutsche woke tolerante Urteilspraxis ein, wonach der Schutz des Rechtsstaates nicht dem Opfer gilt, sondern das höhere Gut, das geheuchelte Verständnis gegenüber den Lebensumständen der Täter ist. Warum eigentlich nicht das Grundgesetz abschaffen und die Scharia wieder einführen, nachdem ohne dies in deren Geiste mittlerweile ungeniert judiziert wird, mitten in Deutschland im Jahre 2023. Willkommen im nördlichsten Kalifat des Islams.